4, 3, 2, 1, ab! Startfrei für den diesjährigen Herzogstadtlauf. Genau 4.241 Läuferinnen und Läufer stürzten sich bei schwülwarmen Temperaturen auf die Strecke. Dabei konnten Profis, aber auch begeisterte Hobbyläufer zwischen 5, 10 und dem Halbmarathon, sprich 21 Kilometern, wählen. Doch warum eigentlich Herzogstadtlauf? Straubings Oberbürgermeister weiß mehr. Ja, Herzogstadtlauf hat zum einen natürlich einen historischen Bezug. Man weiß ja, dass Straubing eine reichhaltige Geschichte hat, zu der auch Residenzstadt der Wittelsbacher gehört, also Herzogstadt. Und heuer hat es fast wieder einen aktuellen Bezug auch, weil ja kommenden Freitag die Agnes-Bernauer Festspiele starten, auf die wir uns schon sehr freuen. Und der aktuelle Herzog Albrecht, Daniel Edenhofer, hat auch trainiert und nimmt teil, läuft als Herzog, wenn man so will, beim Herzogstadtlauf mit, um sich fit zu machen, nicht nur für diesen Lauf, sondern auch für die bevorstehenden harten Wochen. Neben Herzog Albrecht und den übrigen Großen durften zuvor aber erstmal die Kleinen ihre Schuhe schnüren. Beim Spatzenlauf gaben sie alle Vollgas, sogar der erst 2-jährige Adrian. Unabhängig vom Ergebnis und dem Spaß mit den Freunden stand hier vor allem eins im Vordergrund. Ja, das ist einfach cool, weil du da trainieren kannst und du kriegst glatte Medaillen. Mir hat es ganz gut gefallen, auch mit dem Wasser und einmal hat es mich gekauft. Und ja, es macht Spaß, es bringt Ausdauer und ja, kriegt man schöne Medaillen. Anschließend durften dann die Erwachsenen vom Eisstadion aus über den Stadtplatz ihre Kondition unter Beweis stellen. Während die ersten bereits vom Start weg ihr Pulver verschossen hatten, ließen es andere ruhiger angehen. Denn beim Herzogstadtlauf steht nicht das Ergebnis im Vordergrund. Ziel der Veranstalter ist es, den Spaß am Laufen und der Bewegung zu vermitteln. Uns geht es nicht darum, ständig neue Rekorde zu produzieren. Natürlich kann jeder selber seine eigene Leistung messen und sich ein ehrgeiziges Ziel stecken. Aber uns geht es vor allem darum, ein tolles Gemeinschaftserlebnis zu erzeugen, bei dem alle Teilnehmer hinterher sagen, wow, in Straubing ist schön, die können miteinander was organisieren, die haben einen Zusammenhalt. Das ist die Botschaft, die eigentlich von dieser Veranstaltung ausgehen soll. Für alle Läufer ist der Herzogstadtlauf jedes Jahr ein Highlight, besonders dann, wenn man das Ziel erreicht hat. Nach einer kleinen Stärkung waren sich dann alle einig. Ja, das Schöne ist einfach, dass die Leute auch an der Straße stehen und einen anfeuern. Und das macht Spaß und dann kommt man auch bei der Hitze durch. Die Stimmung einfach und das Adrenalin, wenn es dann endlich verarbeitet wird. Beim Anfang, wenn man so aufkriegt, ist es grauenhaft. Und je länger man läuft, umso besser wird es dann. Ja, das ganze Feeling, die ganzen Leute, voll Partystimmung. Wupp, wupp. Ja, das ist jung und alt einfach. Das macht Spaß. Jeder zeigt, was er so macht oder was er kann. Und man sieht halt, dass auch selbst alle Leute ganz schön fit sein können. Das Besondere war halt, weil ich Straubing wohne und durch Straubing gerne laufe halt. Und die Stadt einfach schön ist. Gewonnen hat am Ende den Halbmarathon bei den Frauen Tina Fischl. Florian Stelzle war der Sieger bei den Herren. Und während 4.241 Läufer rannten, sprinteten und walkten, ließ es ein Straubinger an diesem heißen Sonntag ganz gemütlich angehen.